Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy VII und jetzt begeben wir uns in einen langen Dialog, denke ich mal, in vielen Geheimnissen auf der Spur. Das heißt, ich werde eigentlich nicht viel sagen, außer vielleicht das, was die labern. Oh nein, die Shinra. Und ich werde auch dazwischen quatschen, deswegen dauert der Dialog noch länger. Was? Rufhaus. Wie geil, Rufhaus. Juhu. So habe ich dich endlich gefunden. Das ist unglaublich. Dies ist das verheißende Land, nach dem der Präsident gesucht hat. Warum heiße ich Rufhaus? Haus? Ich hab dich gerufen. Aber ich werde derjenige sein, der es bekommt. Tut mir leid, Alter. Dieses Land gehört niemandem. Hier wird die Versammlung stattfinden. Alle werden hierher kommen. Ich frage mich, ob wir Sephiroth sehen werden. Weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Und jetzt kommt eine meiner fastesten Stellen. Genau deswegen. Das kann mit uns auch passieren. Wir müssen da durchlaufen, wenn der Wind am schwächsten ist. Wir müssen rüber, solange es noch ruhig ist, sonst werden wir weggeblasen. Im Blasen bist du doch Spezialistin, oder? Ja. Wer hat das gesagt? So, rüber. Tja. Sorry, Lisa. Und da sind voll die vielen Kuttenträger. Und eine Kiste dahin möchte ich jetzt unbedingt. Und wow, Abkürzung. Wo kam die denn her? War mal so quer übers Feld. Kaiserhand. Wow. Gleich mal ausrüsten hier. Wie viel kannst du? Fickt euch. Warum kriege ich so schwache Waffen? Ist doch logisch. Aber egal. Gegner. Na, 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 na. Von hinten. Und das sind Gremlins. Ihr glaubt mir nicht? Gremlin. Böse Zungen. Er spricht in Zungen. Tötet ihn. Den musste ich. Ich konnte nicht anders. Sorry. Obwohl. Ist das ein Zitat von einem Let's Player? DK sagt das öfters mal, aber. Naja. Er hat kein Patent drauf gesetzt. Mann, könntest du mal aufhören rumzuhampeln? Warum hampelst du eigentlich rum? Es greift an. Es hampelt rum. Und es ist tot. Die Gremlins, sie kommen. Könnte aber auch sein, dass ich diesen Part trotzdem dann wieder zwei schneiden muss, weil... Langer Dialog. Wenn er über 30 Minuten geht, auf jeden Fall. Weil ich will euch nicht... Ihr schaut euch doch nicht so einen langen Part an. Dass es überhaupt welche gibt, die mein Resident Evil 2 Video angeklickt haben, das so lang ging. Ich muss sagen, Respekt euch
Für die, die es geschaut haben, ich weiß nicht, wer es durchgeschaut hat oder so. Es ist jetzt lange und man kann ja auch immer wieder, wenn man sich ein Teil anschaut, merkt man sich einfach die Zahl, wo man aufgehört hat, dann schaut man da weiter. So mache ich das bei großen Let's Play Projekten zum Beispiel bei der letzte Schlacht der Elfen von K. Ja, ich mache Werbung. Aber eigentlich brauche ich keine Werbung für einen großartigen Let's Player zu machen. Obwohl, das ist nicht nur von DK, der spielt das, aber es ist Play Humbug. Also DK, TrueMG und Tsuishimaru. Großartige Let's Player. Sehr große. Kennt ihr natürlich. Wer kennt die nicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch kennt nicht einen der drei Let's Player, die ich gerade genannt habe? Er möge sagen hier und sich schämen. Das war heftig. Na gut, es hat auch Limit. Naja, es kommt bald die... Moment mal. Moment mal. Einen Augenblick. Ebene 4. What the hell? Es war nicht ausgerüstet, dabei hatte ich es schon. Oh, sehr gut. Das ist das Ende für euch alle. Stirbt. Sephiroth. Das ist das Ende. Du hast recht. Mit dem Nutzen des Körpers ist es jetzt zu Ende. Bam. Er ist verschwunden. Er kann immer noch in der Nähe sein. Sephiroth, wo versteckst du dich? Komm raus, wo immer du auch bist. Hier fangen eigentlich Dialoge schon an. Unser Ziel ist es, die schwarze Substanz zu unserem Meister zu bringen. Wer spricht da? Unser? Ich fühle etwas Gefahr. Da oben ist wieder ein Speicherpunkt. Ich hätte bis dahin spielen können. Fickt euch! Habe ich nicht gesagt? Nö. Ich bin jetzt jene, die Genovas Zellen tragen. Bin auch ich. Meister? Hallo? Natürlich. Sephiroth. Hallo. Au. Mit einer Attacke. Ja, nee, ist klar. Ich werde dich niederstrecken, Arschgesicht. Na, Endboss Time, ja, komm. Das ist jetzt doof, dass der mich stumm und traurig bin ich ja auch noch. Gerade Zveneta darf nicht stumm sein. Ich glaube, ich gehe demnächst in den Laden und kaufe mir Anti-Stumm. Moment mal, apropos Anti-Stumm. Sollte ich nicht vielleicht etwas bei mir haben, was gegen stumm ist? So, jetzt kann ich auch wieder... Erstmal Neo-Bahamut. Moment mal. Irgendwas stimmt nicht. Wow.
Rotes Licht ist Feuer, haha. Charlie, nee, warte mal. Mir ist scheißegal, ob er es aushält oder nicht. Ich finde diese Attacke übrigens mega heftig. Du stirbst. Das ist unser Neo-Bahamut. Ja, hier gibt es viele Bahamuts. Eigentlich in fast jedem Final Fantasy gibt es einen Bahamut. Egal in welcher Form. Es gibt den sogar einmal als Nicht-Drache. Sondern als Flugschiff. Das war im 12. Teil. Wow. Und weißt was? Das war der erste. Und das der zweite. Scheiße. Ach, ich mach's mit einem. Komm. Der kann mir nichts. Bahamut. Wird das ausreichen? Also die anderen sind tot. Ich kann nicht sterben. Er macht mich stumm. Nein, macht er nicht. Ich erkenne dich. Genova tot, Ebene 55, 15.388. Leck mich. Will ich die anderen wiederbeleben? Naja, er kann mir ja nichts. Moment mal, wenn er Feuerattacken macht, dann müsste Aqualungen ja ordentlich wehtun. Stirb an Aqualungen. Warte mal, wie viel zieht das? Aber ich find's cool. Der kann mir nichts. Habe ich irgendein Feuer, der... Was kann Blitz 3? Ich teste es nur. Ja. Wenn mich mal was treffen würde von deinen Attacken... Mein Gott! Ich kann nur noch angreifen! Also, dieser Kampf wird jetzt lange dauern. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die Dialoge noch hinbekomme nach dem Kampf. Der wird mich... Oh Mann, wie lächerlich das einfach ist. Er kann mir nichts. Er kann es versuchen, aber... Das Einzige, was ich da ein Problem sehe, ist, mein Limit wird nicht aufgestockt. Das ist das Einzige, was mich aufregt. Mein Limit wird nicht hochgestuft. Und jetzt hör auf, mich mal zu flambieren. Du kannst mir nichts.
Ach komm, noch, noch wie viele Attacken? 5? Nein. 5 wären 3000. Naja, auf jeden Fall noch einige. 10 Attacken vielleicht. Nee, zu viel wäre das schon. Nein, 4000 wären 5, ich Idiot. Ich kann schon gar nicht mehr rechnen. Er hat nur die beiden Attacken. Lame. Ach, wisst ihr was? Ich belebe die wieder. Sonst dauert es ja ewig. Wo haben wir denn hier? Entrang, Stärke in Schlacht. Phönixfeder. Da. So. Phönixfeder. Das ist scheiße mit dem roten Licht, weil er 3 angreift. Na gut, 3-mal angreift. Na. Das ist ein Flächenangriff, oder? Nee, das ist... Ach, weißt du was? Es bringt so nichts, ich greife weiter so an. Weil ich kann wiederbeleben, er stirbt. Ich muss unbedingt an der Strategie was ändern. Also wir könnten das den ganzen Tag so machen. Das Problem ist wirklich, dass ich so die Dialoge nicht drum krieg. Aber er ist tot. Er ist gestorben. Er ist von uns gegangen. Aber es ist trotzdem... Na, seht selbst. Die beiden... Faulpelze. Ich krieg die ganzen Erfahrungspunkte, die liegen einfach nur faul in der Gegend rum. Spiegelring. Teilweise nützlich. Genovas zählen. So ist das also. Die Genova Vereinigung. Nicht Sephiroth? Du meinst, es war die ganze Zeit gar nicht Sephiroth, dem wir auf die auf den Fersen waren? Ich erkläre es später. Im Moment denke ich nur daran, Sephiroth zu besiegen. Aber Sephiroth ist... Er ist hier, der wahre Sephiroth ist direkt hier unten. So, für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, es hat, glaub, mehrere Spieldurchläufe gebraucht, bis ich es ungefähr verstehe. Den Sephiroth, den wir gerade besiegt haben. Man könnte sagen, dieser Genova-Tod war Sephiroth. Das war die letzte Zelle von ihm. So. Der wahre Sephiroth. Also das waren jetzt nur Sephiroths Zellen, die wir die ganze Zeit begegnet sind. Der wahre Sephiroth ist da unten. Im Krater. Und den werden wir treffen. Denn was wirklich geschah im Kampf gegen Sephiroth beim Nibelheim-Reaktor, das wird auch noch geklärt. Das will ich auch nicht vorwegnehmen. Und deswegen... Wenn Fragen aufkommen, fragt. Ich versuche sie zu beantworten.